Gut, ja, ich habe heute festgestellt, dass ich ein Problem mit Hüten habe. Ich habe einerseits einen Bürgerhut, andererseits einen grünen Hut und jetzt noch einen dritten. Ich bin sehr aktiv in einem Verein namens Ruhrmobil E, welcher sich um Mobilität, insbesondere im Ruhrgebiet, kümmert. Ursprünglich war es rein das Thema Elektromobilität, aber schnell hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass man Elektromobilität nicht ganz ohne Konzepte dahinter machen kann. Und so ist ein Mobilitätskonzept entstanden, welches dann auch beinahe realisiert worden wäre. Beinahe bedeutet, wir waren Teil einer Ausschreibung. Die Ausschreibung ist leider an die großen Autohersteller gegangen und damit haben wir jetzt ein Konzept, das allerdings im Detail noch erheblich weiter verbessern werden kann. Und genau das möchte ich gerne mit euch machen. Es ist letztlich die Möglichkeit, Verkehr ein bisschen anders zu betrachten und die Mittel, die das Internet hat, zusammenzubringen mit moderner Datenverarbeitung und Verkehrssystemen. Aber dazu erzähle ich gleich noch was. Erstmal zum Verein. Es ist ein Verein, der aus einer ganzen Menge verschiedener Organisationen besteht, von Opel bis hin zum kleinen Fahrradhändler ist alles dabei. Die Piraten sind auch Mitglied, ansonsten auch ein Haufen andere Parteien, auch die CDU ist Mitglied, die Grünen sind Mitglied, SPD, FDP existiert bei uns lokal einfach nicht, deswegen sind die nicht dabei. Ansonsten auch Bildungseinrichtungen, Hochschule, Schulen, das Nahverkehrsunternehmen, die Stadtwerke und alle gemeinsam arbeiten halt in einem. Letztlich ist es erstmal ein Netzwerk zur Förderung der Elektromobilität und hat auch das klare Ziel, regenerative Energie und Umweltschutz mit hineinzubekommen. Umweltschutz auch im erweiterten Sinne nicht nur das Energieproblem, sondern Autos produzieren eine Menge Probleme, wie man vielleicht auch aus dem letzten Vortrag ein bisschen hat erkennen können, wurde ja selektiv angeschnitten, dass unsere Städte im Moment auf Autos ausgerichtet sind. Wir sind, was diesen Verein ziemlich besonders macht in diesem Themengebiet, eine offene Plattform. Wir haben offene Netzwerksitzungen, wo jeder kommen kann, wo sich jeder informieren kann und wo jeder auch vor allem mitmachen kann, was in dem Bereich sehr selten ist. Wie gesagt, nun RWE ist normalerweise dort einer derjenigen, die das einfach in die Hand nimmt oder vergleichbare große Konzerne. Bei den Autostädten ist es meistens dann BMW, Mercedes oder VW und wir haben halt tatsächlich ein Basisnetzwerk im Ruhrgebiet. Bislang habe ich kein anderes kennengelernt, leider, auch wenn mich das freuen würde, wenn es andere gäbe. Wir haben einen starken Fokus auf Events, Öffentlichkeitsarbeit und dadurch, dass wir festgestellt haben, Elektromobilität lässt sich nicht einfach mal eben Motor ersetzen und dann war es das, eben auch Mobilitätskonzepte. Nun, Nahverkehr 2.0 haben wir das Ganze genannt oder eben auch alternative Mobilitätskonzepte. Kurze Zusammenfassung, was möchte ich überhaupt machen oder was möchte ich präsentieren? Erstmal die aktuelle Situation. Wie es in einer Stadt oftmals im Verkehr aussieht. Irgendwo dann eine Problemlösung, eine kurze Beschreibung der Vision beschreiben im Betrieb, warum das Konzept anders ist. Es gibt ja schon Mobilitätskonzepte. Wer sich in dem Thema ein bisschen auskennt, kennt so verschiedene Konzepte, die ich allerdings auch noch kurz erwähnen werde. Und dann, wie gesagt, das Konzept ist erheblich praxisnah, ist fast alles, was auf der Konferenz hier ist, was mich ein bisschen überrascht hat, dass ich hier so ein bisschen der bunte Hund bin mit einem sehr an der Realität und an der Umsetzung nahen Konzept. Und ja, aber das ist dann eben auch meine Ausnahme. Erstmal aktuelle Situation, insbesondere der ÖPNV hat einen großen Vorteil, gerade Ruhrgebiet, ich weiß nicht, das Ruhrgebiet kennt man ja vielleicht als das klassische Problemfall für den ÖPNV, weil es gibt nicht nur ein Zentrum, die Bahnen fahren schön sternförmig, das Problem ist, wir haben mehrere Zentren und sie fahren bei allen sternförmig. Das heißt, einige Verbindungen sind ganz fürchterlich grausam. Und da steht eine Tasse im Weg? Nein, das ist... Die Richtung. Das sind 10 Kilometer, die man da fährt und das sind sage und schreibe 7 km/h auf dieser Strecke. Und sowas haben wir andauernd an den Stadtgrenzen, weil es eben tatsächlich Probleme gibt, einen polyzentrischen Raum, also einen Raum mit mehreren Zentren, vernünftig zu verbinden. Nachts sieht das Ganze noch viel fürchterlicher aus und ich denke, das gilt sogar für die Großstädte, die ein relativ schönes Netz haben. Ich meine, ich habe auch ein Jahr in Hamburg gewohnt, zwar kam man nachts irgendwie von A nach B, aber die Betonung liegt auf irgendwie.
Außerdem gibt es dann noch so eine junge Generation, die aus verschiedenen Gründen das mit dem Auto und dem Geld sich die Frage stellt, warum muss ich mir das Ding überhaupt kaufen? Einerseits aus Überzeugung, andererseits aber auch deswegen, weil die junge Generation, Generation Praktikum, immer weniger Geld für ihre Mobilität zur Verfügung hat. Und die Piratenpartei ist dann ja relativ stark am Anfang schon mit dem Konzept eines ticketlosen oder ich nenne es lieber komplett steuerfinanzierten ÖPNVs aufgekommen, welcher meiner Meinung nach ein guter Ansatz ist, aber noch nicht ganz weit genug gedacht ist. Zumindest die NRW-Piraten arbeiten auch tatsächlich in die Richtung solcher Mobilitätskonzepte, was ich eine schöne Entwicklung finde, weil es ein bisschen weiter betrachtet, als einfach nur das bestehende System komplett steuer zu finanzieren. Aber darauf möchte ich, wie gesagt, gar nicht so sehr eingehen. Das könnt ihr als Piraten sicherlich machen oder auch die Nicht-Piraten unter euch. Ich weiß gar nicht, wie viele hier sind. Man hat mit dem ÖPNV aber eine sehr schöne Basis und ein sehr gutes Grundnetz. Wenn man die richtigen Linien wählt, kommt man sehr schnell von A nach B. Die Autos bieten einem aber bis heute die Flexibilität, die man im Moment gewohnt ist. Und das Ganze zu verbinden, haben wir dann am Ende Ruhrmobile genannt, hat natürlich diesen Regionalbezug mit dem Ruhrgebiet, kann man auf beliebige andere Städte auch erweitern. Oder Nahverkehr 2.0, unterschrieben mit spontane, individuelle und flexible Mobilität. Wie sieht das Ganze aus? Man nimmt den ÖPNV als Grundnetz, dort, wo es wirklich effizient ist, Massentransport zu machen, und ergänzt das Ganze durch Elektroautos, weil diese nun mal eine begrenzte Reichweite haben, auf mittleren Strecken und, was uns auch als Verein noch ein bisschen auszeichnet, wir nehmen auch Fahrradmobilität mit da rein und nehmen Leihfahrer damit dabei. Das ist im Moment die Verbindung zwischen allen drei Methoden bislang sehr selten realisiert, weil meistens gibt es einen gewissen Fokus auf ein bestimmtes Verkehrsmittel und die anderen nimmt man noch irgendwie mit. Die Idee ist natürlich, dann irgendwo die richtige Mobilität in jeder Situation zu haben, was dann auch so zu Situationen führt, wie ich fahre jetzt nach Köln, irgendwo weit draußen in Köln, irgendein Vorstadtteil, da fährt leider ÖPNV nicht so richtig, aber wenn ich aus Bochum komme, kann ich fast die komplette Tour vernünftig mit dem ÖPNV fahren. Das ist der RE1. Nur ganz zum Schluss bräuchte ich ein Auto oder ein Fahrrad. Somit nutze ich den umweltfreundlichen ÖPNV und auch den schnellen ÖPNV, der mich an den Staus vorbeiführt, auf der Großteil der Strecke und nutze nur ganz am Ende Individualmobilität. Ziele ist natürlich erstmal regenerative Energie im Verkehr und CO2-Reduzierung zu erreichen. Allerdings auch Schwellenängste abzubauen. Wenn man so etwas mal in einem regionalen Gebiet startet, ist das natürlich auch irgendwo eine Attraktion oder eine Sache, die man dort als Tourist erlebt. Und ich denke, es wird in Zukunft deutlich eher in die Richtung gehen. Das zeige ich auch noch, warum ich das denke. Und natürlich eine Entlastung des Straßenverkehrs. Das bringt nichts, wenn wir immer mehr Autos haben. Das gibt letztlich immer mehr Stau und immer mehr Parkplatzprobleme. Und die Autos stehen den Großteil der Zeit einfach rum. Die meisten Autos stehen schlicht und ergreifend in der Garage oder am Job die meiste Zeit rum. Und das ist schlichtweg Ressourcenverschwendung. In einer Welt mit weniger werdenden Ressourcen oder weniger zur Verfügung stehenden Ressourcen ist das ein Problem. Also warum nicht teilen und das auf eine Art und Weise, sodass man tatsächlich auch flexibel bleibt. Im Detail bedeutet das, dass man einen ganzen Haufen verschiedene Stationen, wie der Beispiel Bochum, da kommt nun mal das Konzept, aufbaut. Die Stationen sind ungefähr in der Art sogar abgesprochen mit Stadtwerken und Bogestra, also mit dem ÖPNV-Unternehmen und den Energieversorgern, Thema Elektroautos, sodass man sehr gut Ströme abdecken kann. Und dann kann man die großen Linien, beispielsweise S1 und RE1, nutzen, um die großen Verbindungen zu machen, die U35 oder vergleichbare Straßenbahnlinien. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter will, dann nutzt man eben ein Fahrrad oder ein Auto, je nachdem, was man gerade in dem Moment benötigt. Und dann funktioniert auch sowas ganz gut in der Ruhrkreis. Was ganz wichtig ist an einem solchen Konzept ist, dass es einerseits ein einfaches System ist. Im Moment bedeutet Carsharing erstens, man muss sich vorher anmelden, man zahlt einen monatlichen Beitrag, in den meisten Fällen, ich komme gleich noch auf Ausnahmen zu sprechen. Und vor allem, man hat zig Karten für jede verschiedene Stadt, mal vielleicht abgesehen von dem Bahn-Carsharing, in der Tasche. Und insgesamt ist das eine relativ schwierige Sache für einen zu benutzen. Das ist nicht etwas, wo man einen Menschen, der es gewohnt ist, einfach in sein Auto zu steigen, überzeugen kann.
Und das war die Idee hinter all dem Konzept, man möchte ein besseres Mobilitätssystem schaffen und nicht durch einen Haufen Verbote oder einen Haufen anderer Sachen einem das Autofahren extrem vergraulen. Nichtsdestotrotz, klar, irgendwo müssen die ökologischen Folgen des Autofahrens sichtbar gemacht werden, auch in Preisen. Geschieht gerade automatisch, aber eigentlich, wir sind angewiesen von Mobilität. Mobilität ist in dem Freiheitsbegriff von den Menschen heutzutage extrem tief verankert. Also muss es doch irgendwo ein besseres System geben als ein eigenes Auto, das fast immer rumsteht. Deswegen auch eine Mobilitätskarte, die auch für den ÖPNV gilt und über die die Abrechnung funktioniert und über die man die Fahrzeuge freischalten kann, weil ansonsten hätte man das Problem natürlich, Führerschein sollte eventuell da sein, um ein Fahrzeug zu betreiben. Und noch wichtiger, Live-Vernetzung. Das bedeutet, dass man aktuelle Daten mit integriert, aktuelle Staudaten und aktuelle Verspätungszeiten der Bahn. Heißt so viel wie, wenn man dann tatsächlich im Internet sucht oder auf einer Application sucht, ich möchte von A nach B, dann gibt er mir den Weg an, der im Moment optimal ist. Er berechnet zum Beispiel eine solche Applikation würde mit einberechnen, da ist gerade Stau auf der A1, da kann ich nicht langfahren, aber die ÖPNV-Verbindung, die ist exzellent. Oder aber die Züge haben gerade ein Problem, irgendwas ist dort defekt, keine Ahnung, die Strecke XY ist gesperrt. Vielleicht ist es sinnvoll, auf der Teilstrecke Y dann einen Carsharing-Wagen zu nehmen. Warum Ruhrgebiet am Anfang? Gut, das ist jetzt natürlich auch eine Folie, die ich vor allem auch im Ruhrgebiet verwendet habe. Nichtsdestotrotz sehe ich das Ruhrgebiet tatsächlich, auch wenn ich nicht aus dem Ruhrgebiet komme, als eine exzellente Region dafür, weil es unglaublich viele Menschen auf relativ dichtem Raum sind, aber es ist eine riesige Herausforderung für den ÖPNV, das zu betreiben, weil am Ende man so viele Zentren hat, dass es kaum möglich ist, kostendeckend alles abzudecken und das auch noch möglichst rund um die Uhr oder an jeder Ecke des Ruhrgebietes. Und natürlich hat man irgendwie so eine Industrietradition im Ruhrgebiet und wenn man zugezogen ist, zumindest merkt man ziemlich, dass da irgendwie so das Bedürfnis ist, auch in Zukunft eine Rolle zu spielen im Thema Industrie. Die Leute wollen irgendetwas machen in der Richtung, allerdings jetzt, ich komme aus Bochum, Opel sterben, ist ein ziemlich alltägliches Thema und irgendwie hauen die ganzen Unternehmen ab, was macht man denn in Zukunft? Das würde ich allerdings als Chance begreifen, zu sagen, okay, lasst uns mal ausprobieren, wie man Mobilität in Zukunft gestalten kann. Der Betrieb würde den ÖPNV-Anbieter zu einem Mobilitätsanbieter machen und ihm die nötige Infrastruktur übertragen. Das heißt, die Karte, so etwas gibt es im Ruhrgebiet mit der VRR-Karte auch bereits. Die enthält einen RFID-Chip, welcher auch weitere Berechtigungen mit drauf speichern kann, wie zum Beispiel eben einen Führerschein. Es wäre mehr ein Dienstleister, weil man darüber mehrere Sachen buchen kann, also mehrere Transportdienstleistungen, Carsharing zum Beispiel oder eben auch Fahrrad, Bikesharing oder eben den klassischen ÖPNV. Und irgendwo wäre er dann der Rahmen für Subunternehmer, der allerdings tatsächlich so gestaltet werden muss, dass der Rahmen offen für alle ist. Weil das ist im Moment eine ganz starke Entwicklung, dass man den Privaten diesen Rahmen überlässt und dann können private Unternehmen, einzelne Unternehmen, sehr, sehr wenige Unternehmen entscheiden, wer an Mobilitätskonzepten in Zukunft teilnehmen kann oder an dem gesamten Mobilitätssektor. Das halte ich für sehr gefährlich, weil man dadurch Monopole oder zumindest sehr kleine Gruppen an Firmen sehr, sehr stark unterstützt und alle weiteren können nicht mehr wirklich rein, weil sie die Infrastruktur nicht haben. Erst kurze Perspektive, der Kunde hätte einen festen Ansprechpartner, braucht sich nicht mit verschiedenen Systemen rumschlagen und hat eben diese eine Karte für alles, jede Form der Mobilität. Unternehmenskunden können genau dasselbe machen, können einen Fuhrpark entsprechend buchen, hätten auch erstens einen Fuhrparkservice und hat vor allem die richtigen Fahrzeuge dort, wo sie entsprechend gebraucht werden. Auch ein Unternehmen hat normalerweise gerade mittelständische Unternehmen haben viele Fahrzeuge, die viel rumstehen und im Zweifel werden sie doch mal gebraucht und daran wird es letztlich gemessen. Wenn es individuell steuerbar ist, macht es das einfacher. Ist letztlich ein Full Mobility Service. Wichtiges Thema, diese Folie zeige ich nicht allen, weil sie leider schwierig verständlich ist in weiten Teilen der Bevölkerung. Nichtsdestotrotz ist es
wird es wichtig sein, darüber zu sprechen, gerade wenn es nachher um große zentralisierte Anbieter geht, dann hat man nämlich ganz viele Daten auf einem Haufen und ihr als Piraten wisst besser als alle anderen, dass viele Daten auf einem Haufen viele Begehrlichkeiten wecken und das wäre so ein typischer Punkt, wo man als wie auch immer geartete Unternehmen oder wie auch immer geartete Staatsmacht angreifen könnte, um Dinge zu tun, die nicht so ganz legal sind, nichtsdestotrotz die Daten sind da und es ist ein Punkt, der gefährlich ist. Also würde man das Ganze den lokalen Verkehrsunternehmen überlassen und dort sehe ich tatsächlich auch eine Chance, dass wir ein sehr zersplittetes System haben, weil dort dann die Unternehmen nur lokal anfallen und man, wenn man irgendwelche relativ bösen Dinge täte, sehr stark an Einzelne herangehen muss. Es ist noch optimierungsbedürftig und das soll auch nachher eine der Diskussionsthemen sein, wo ich gerne Inspiration hätte, wo es mehr Details, wo ich mich sehr über mehr Details freuen würde, wie man das realisieren kann, weil im Moment ist die Entwicklung völlig ohne Datenschutz und ich denke, das ist gerade die Aufgabe von politischen Akteuren wie uns, dann zu sagen, okay, wir sollten vielleicht an diesem und diesem Punkt schrauben, um doch Datenschutz zu erreichen und nicht eine komplette Verfolgung unserer Profile zu erreichen. Wenn man all die großen Flottenbetreiber dann als reine Dienstleister hat, könnten diese nur die Daten von den Fahrzeugen sammeln, die sie selber verwenden. Alle weiteren Daten landen ausschließlich bei dem lokalen Verkehrsunternehmen. Es gibt allerdings natürlich Fallstricke bei solchen Systemen, weswegen ich glaube, dass es durchaus eine politische Aufgabe ist, dort einzugreifen. Einerseits gibt es das ist jetzt schon fast klischeeartig, dass ich als Grüner auf Google herumklopfe, aber nichtsdestotrotz ist Google im Moment sehr stark dabei. Man sieht es an der aktuellen iOS 6-Geschichte, das Kartenmaterial extrem gut zu präzisieren. Auf Basis ihrer Handys, auf Basis von sehr gutem Kartenmaterial, was sie intensiv weiterentwickeln. Und beim Thema autonome Fahrzeuge ist so ein Kartenmaterial die Basis schlechthin, um letztlich autonome Fahrzeuge zu machen. Google lässt auch schon autonome Fahrzeuge machen. Wenn man am Ende an ganz, ganz wenigen Anbietern, vielleicht auch nur Google, gebunden ist, wenn man autonome Fahrzeuge machen will und wenn autonome Fahrzeuge irgendwann tatsächlich fahren werden, ist das ein Monopolproblem. Nein, also das Konzept ist erstmal ohne autonome Fahrzeuge. Nichtsdestotrotz, das ist so eine Zukunftsperspektive. Es wird letztlich auf autonome Fahrzeuge irgendwann hinauslaufen, weil es ist eine logische Fortentwicklung. Es wird relativ lange noch dauern. Ja, es wird nicht in den nächsten 20 Jahren geschehen. Allein das Verkehrsrecht wird dagegen sein. Das sieht man ja schon an solchen Sachen wie Joysticks in Fahrzeugen, braucht trotzdem ein Lenkrad und allerdings denke ich, wird es irgendwann kommen, wie auch immer geartet. Muss nicht kommen, allerdings ist eine Fallstricke, die anderen sind exklusive Datennutzungsverträge, gehe ich gleich auch noch drauf ein. Der Google-Bahn-Deal ist einer so der Sachen, wo der ganz bewusst kleinere Anbieter aussperrt und vor allem dann zum Beispiel OpenStreetMap hat einfach keine Chance, also Projekte, die aus der Community kommen, von den Menschen kommen, haben keine Chance, dann irgendwie die Live-Daten zu bekommen, weil es keine offenen Schnittstellen gibt. Das ist ein zentrales Problem, das ist ja okay, wenn man irgendwie für sich die Daten behält, aber wenn man sie rausgibt, dann soll das schon irgendwie eine offene Schnittstelle sein, wenn irgendwie möglich, gerade bei Infrastruktur. Es geht ja primär um Infrastruktur. Und ein ganz großes Problem. Der Verkehrssektor hat ein bisschen mehr Geld als viele anderen Sektoren und wenn es dort einzelne Gatekeeper gibt, die entscheiden können, ob man reinkommt oder nicht, als kleines Unternehmen, als lokales Unternehmen, wäre das eine extrem schlechte Entwicklung, weil es letztlich dann einzelne wenige sehr stark fördert und andere dann entsprechend aussperrt. Warum das Konzept ein bisschen anders ist, was wir haben, es gibt im Moment ja schon einige Projekte, die das versuchen umzusetzen, mit mehr oder weniger Ambitionen. Autohersteller haben, gerade BMW hat da so eher die Ambitionen, einen Showroom zu machen für seine eigenen Fahrzeuge und vielleicht gar nicht so sehr Mobilitätskonzepte, auch wenn sich dort selbst in den Konzernetagen langsam was wandelt. Irgendwie wollen sie ja auch das junge Publikum dran kriegen und wenn man das nicht durch Autoverkäufe dran kriegt, ja, vielleicht nutzen sie dann ja diese Mobilitätssysteme. Allerdings, sie wollen jeder ihr eigenes System, also bevölkern gerade in München zig Carsharing-Wagen, ich glaube es sind über 200 im Moment, wollen auf über 500 erweitern, die Stadt, dann gibt es natürlich noch Bahn-Carsharing-Wagen und wenn jeder einzelne Betreiber nicht miteinander kompatibles System hat, haben wir jede Menge Carsharing-Fahrzeuge, die rumstehen, auch nicht so unbedingt die Lösung.
Es gibt andere Konzepte, wo es einfach Carsharing, also das klassische Carsharing mit den Anmeldungen und dem Grund, warum es nicht funktioniert, einfach in elektrisch anbieten. Es funktioniert auch nicht wirklich. Das ist, existiert eigentlich auch nur, weil die Bundesregierung es massiv fördert. Und wir versuchen das Ganze eher aus der Nutzersicht zu denken, weswegen ich auch versuche, euch mit einzubinden und auch andere Organisationen, andere Gruppen, weil letztlich muss der Benutzer es nutzen. Weil am Ende braucht man auch ein nachhaltiges Geschäftsmodell, was über einen Förderzeitraum hinaus funktioniert, was irgendwo tatsächlich auch eine Wirkung auf die Umwelt hat und nicht einfach nur irgendwie, ja, wir wollen ein bisschen Prestige und das war's dann. Und Menschen sind durchaus bereit, Geld auszugeben für gute Systeme. Sie müssen nur tatsächlich gut sein. Wer einen fanatischen Autofahrer schon mal erlebt hat, der steckt sehr, sehr viel Geld in sein Auto. Und es muss natürlich dann auch sozial angepasst sein, was bei Autos auch nur sehr begrenzt der Fall ist. Der Benzinpreis ist letztlich für alle gleich. Wir versuchen natürlich irgendwie langfristige Effekte zu beachten, sofern das möglich ist. Gerade durch die IT ändert sich ja im Moment doch einiges. Und ganz wichtig, wir wollen einen Nutzen auch für die Gesellschaft und nicht nur für den Konzerngewinn, der auf das nächste Jahr maximal gerechnet wird. Gesellschaft profitiert. Einerseits, wir wollen wirklich weniger Autos haben, was natürlich die Autoindustrie auch nicht so ganz freut. Auch die Autoindustrie, die bei uns Mitglied ist, also letztlich Mitsubishi und Opel, die bei uns auch Teil des Vereins sind. Nichtsdestotrotz haben die auch erkannt, irgendwie im Ruhrgebiet mit dem Auto unterwegs zu sein während der Stoßverkehrszeiten, das bringt schlichtweg keinen Spaß. Und in anderen Städten ist es nicht anders. Von da aus, da muss es tatsächlich irgendwas geben, auch schon aus rein praktischen Gründen. Und Elektroautos haben natürlich den Vorteil, der Dreck wird woanders gemacht, beziehungsweise der Dreck sollte am besten gar nicht gemacht werden. Elektroautos und regenerative Energie ist eine sehr schöne Kombination, weil Elektroautos steuerbar sind, kommt man zu intelligenten Stromnetzen, das möchte ich nicht diskutieren. Das wäre vielleicht etwas, was ihr in der Piratenpartei oder ihr als NGOs oder ihr als freie Menschen auch mal so diskutieren solltet. Die intelligenten Energienetze werden nämlich durchaus einiges im Bereich Datenschutz nicht unbedingt positiv machen. Und nichtdestotrotz, durch regenerative Energie werden sie letztlich erforderlich sein, es sei denn, man baut massiv Kapazitäten aus. Aber das nur als kleiner Schwenk am Rande. Und das, was wir halt ganz stark fordern, ist keine proprietären Standards, sondern offene Standards, damit letztlich weitere Unternehmen teilnehmen können und das nicht ein Projekt von ganz, ganz wenigen wird und das dann am Ende. Dazu gibt es eine schöne Side-Story von RWE. RWE versucht gerade seinen eigenen Stecker durchzudrücken und da darf man ordentlich Lizenzkosten zahlen, wenn man ein Auto hat, was mit RWE-Tanksäulen getankt werden darf. Natürlich arbeiten die großen Autohersteller mit, weil sie Angst haben, dass RWE sonst die Tanksäulen sperrt. Aber nichtsdestotrotz, es gibt dann mittlerweile auch Ladesäulenhersteller, die anfangen, einfach Systeme, die zu allen Autos irgendwie kompatibel sind, zu machen und andersrum. Also dort ist gerade, was Standardisierung angeht, eine Menge los. Das ist leider weniger flexibel als Autoindustrie. Hardware kann man leider nicht mal eben ändern, weswegen diese Entwicklung proprietärer Standards dort durchzudrücken sehr unangenehm ist. Und vor allem dem widersprechend, was früher Standard war. Ich meine, heute kann man an jede Tankstelle fahren und das Benzin hat einen Standard. Es ist immer Benzin 95 Oktan oder 98 Oktan oder Diesel entsprechend genauso. Von der Idee zum Geschäftsmodell. Dort hatten wir einen relativ interessanten Menschen von Ernst & Young, der das Ganze auch begleitet und vermutlich auch im Ruhrgebiet jetzt mitinitiieren wird. Der hat das letztlich so gesehen, dass man zunächst einmal ein Live-Mobilitätsportal braucht. Und die Ironie ist, dass das noch komplett fehlt, weil die Leute alle ihre Daten nicht freigeben wollen, öffentliche Daten nicht freigeben wollen. Er sieht das nichtdestotrotz als Anfang und als die Basis für jegliche Form der Mobilitätskonzepte, damit die umgesetzt werden können, damit man mit seinem Smartphone eben doch von A nach B kommt. Und als zweites natürlich irgendwo ein Bezahlsystem. Es ist unangenehm, wenn man seine Kontodaten überall angeben will. Also das werden die Leute nicht machen. Sprich, es muss ein Bezahlsystem integriert werden. Und dann auch ganz direkt die Integration von ÖPNV, Carsharing und Individualverkehr am besten auch noch. Wie sieht das aus? Das ist jetzt ein bisschen klein. Das ist eine Folie, die ich von ihm direkt raufkopiert habe. Deswegen wird die auch nicht online kommen. Sie zeigt ein bisschen, wie man das schrittweise aufbauen könnte. Natürlich wird es live gestreamt, somit gut.
Allerdings, die Quelle ist ja angegeben. Und es gibt dort bei Ernst & Young auch ziemlich direkte Business Cases, wie man das einordnen kann. Deswegen auch alle weiteren Fragen würde ich dann dorthin legen, wo man dort, wo man anfangen kann mit einem Mobilitätsportal, was letztlich am Ende nicht ganz so viel Risiko ist, aber auch nicht so viel Rendite, bis hin zu einem Full Mobility Service, wo Sie durchaus sehr viel Rendite und sehr viel Risiko drin sehen. Erste Umsetzung, hatte ich eben schon angesprochen, Bahn und Google Maps Kooperation. Das poppte ja irgendwie die letzten Tage auf. Dann gibt es Car2Go. Das ist ein klassisches Projekt eines Autoherstellers, die das alles relativ weit treiben. Citroën Multicity, die mit der Bahn zusammenarbeiten. Und Call a Bike würde ich auch noch gerne dazu nehmen. Bahn und Google Maps haben relativ unvollständiges Kartenmaterial. Die Idee ist aber gut, eine intelligente, kartenbasierte Suche mit Point of Interest, mit Läden, mit allem, was so dazugehört, zu verbinden mit, wie komme ich eigentlich zu diesem Laden hin und oder zu dieser Location hin, wie auch immer. Und mit dem Auto funktioniert das schon extrem gut. Das ist schon seit einiger Zeit. Google bietet ja auch auf seinen Smartphones sowas an. Auf dem mit dem ÖPNV funktioniert das im Moment weniger gut. Er empfiehlt mir Zechenstraße 27, das ist nun irgendwie meine Wohnung, und er empfiehlt mir einfach mal zu laufen, anstatt die regionalen ÖPNV-Verbindungen zu nutzen. Die Daten sind noch verbesserungswürdig und natürlich fehlt, es bietet irgendwie Informationen. Man kann von A nach B kommen, irgendwie. Wie gesagt, es fehlen noch ein Haufen Informationen. Es sind vor allem keine Live-Daten drin, weswegen die Suche alle nicht so wirklich optimal ist. Jeder weiß, es gibt Staus und es gibt Verspätungen bei der Bahn. Und wenn man das nicht berücksichtigt wird, entspricht das nicht dem, was man vom Internet und seinem Live-Charakter erwarten würde. Und es gibt natürlich auch irgendwie kein Bezahlsystem, wobei Google natürlich an so etwas arbeitet, aber noch nicht im Verkehrsbereich mit integriert hat. Daten sind sehr unvollständig. Car2Go, das ist ein Beispiel aus Berlin. Die haben einfach massenweise Smarts in verschiedene Städte reingesetzt, kann man minutenweise mieten. Funktioniert an sich schon ganz schön, das ist relativ flexibel, weil man keine Stationen braucht. Es gibt nicht allzu viele Anbindungen an den ÖPNV, wobei das von der Stadt und von der lokalen Politik wiederum abhängt, wie sehr dort Druck gemacht wird, um dort tatsächlich die Anbindung zu schaffen und wie intensiv die Anbindung ist. Positives Beispiel habe ich Düsseldorf mal rausgenommen. Dort gibt es eine einzige Anmeldung für Carsharing, Bikesharing und ÖPNV. Abrechnung ist auch einmal eingeben, wird automatisch an alle verteilt. Das mit dem Verbinden der Daten funktioniert noch einfach mal gar nicht. Also Verbinden der Live-Daten, wie man dann tatsächlich von A nach B kommt oder vielleicht sogar eine Route, die auf verschiedenen Verkehrsmitteln funktioniert. Car2Go hat letztens die Taxi-Application aufgekauft, was natürlich eine riesige Chance ist, für Car2Go noch eine ganz andere Kundengruppe, die der Taxifahrer, mit zu integrieren. Citroën Multicity, die vergleichen tatsächlich, sie wollen nicht wirklich, also man kann dort die Position von A nach B angeben, und Citroën Multicity selbst hat ein Carsharing-System in Berlin. Man kann dort tatsächlich vergleichen zwischen Bahn und Pkw, leider nicht mit zwischendurch umsteigen. Und der Service ist von der Deutschen Bahn und jeder darf dreimal raten, wer dann als Gewinner immer dasteht. Ausnahmen natürlich, sie haben eine gewisse Objektivität, aber die hält sich schon irgendwo in Grenzen und vor allem sind die Berechnungsmethoden nicht offen, was dann zu merkwürdigen Schlüssen führt. Citroën versucht sich aber wirklich als Mobilitätsanbieter und versucht die Bahn mit ins Boot zu bekommen. Es ist auch ein flexibles Carsharing ohne Station, das ist ein Elektro-Carsharing. Es sind irgendwo multimodale Ansätze, also die Integration verschiedener Verkehrsträger. Es gibt irgendwo eine Bahnintegration, aber die Betonung liegt auch wieder da auf irgendwo. Es ist nicht wirklich konsequent. Es ist irgendwie so ein Ansatz, wie es sein könnte. Ganz wichtig, Fahrräder, gerade in Innenstädten, ein sehr stark wachsender Markt, auch oder ein stark wachsendes Transportmittel, gerade auch im Zusammenhang mit E-Bikes. Da kommt man nämlich auch als Anzugträger unverschwitzt in sein Büro auch mal den Berg rauf. Es gibt, es ist einigermaßen flexibel, es gibt mehr Stationen, weil so eine Fahrradstation kostet einfach weniger, und in Köln zum Beispiel kann man die Fahrräder einfach überall abstellen, im Fall von Call a Bike, das ist von der Deutschen Bahn.
Metropolrad oder Nextbike nennt sich das, ist so der große Konkurrent davon. Es gibt die Bezahlplattform im Falle von Call a Bike oder ein relativ einfaches Bezahlsystem bei Nextbike. Und es gibt je nach Region, auch das hängt wieder von der Politik ab, wo ihr dann in Stadträten sitzt, ist das durchaus elementar. Je nachdem, wie viel Druck gemacht wird, gibt es auch tatsächlich eine Integration in den ÖPNV. Bei Metropolrad zum Beispiel im Ruhrgebiet ist das sehr stark, weil dort einfach die Bedingung geschlossen wurde, dass es eine sehr direkte Anbindung an den ÖPNV gibt. Bei Call a Bike, naturgegeben durch die Deutsche Bahnanbindung, gibt es dort auch eine relativ nahe Anbindung an den ÖPNV. Zudem Fahrrad-Bikesharing macht einfach auf größere Strecken keinen Sinn, wenn man nicht den ÖPNV dabei hat. Ja, Zusammenfassung, es gibt irgendwo erste Ansätze in dem Bereich. Es gibt keinerlei einheitliche Standards, es gibt zig verschiedene Mobilitätskarten, man muss sich da mit verschiedensten Systemen rumschlagen. Es gibt vor allem keinerlei universelle Mobilitätsplattformen und bislang auch keine offenen Daten oder sonstige Sachen in der Art und Weise. Genau das und vor allem die Datenvernetzung fehlt, das ist etwas, was elementar an dem Projekt bei uns war. Was zu tun ist, wir haben, wie gesagt, ein Konzept in der Art. Wir haben initiale Partner, wir haben auch schon das erste Konzept inklusive einer gewissen Finanzierung. Das Ganze war Teil der Schaufenster Elektromobilität. Leider sind die Schaufenster eben an die großen Autohersteller gegangen. 5 Millionen nochmal einfach ganz direkt nach Wolfsburg, Hannover, nach München und nach Stuttgart. Und nach Berlin natürlich. Man möge die zufällige Übereinstimmung zu gewissen Autoherstellern einfach mal beachten. Opel war leider nicht oder NRW ist nicht Teil geworden, deswegen ist dieses Konzept nicht umgesetzt worden, was wir hier jetzt besprochen haben. Da gibt es noch ein bisschen mehr Details, die ich allerdings auch gerne in der Diskussion klären würde. Was noch fehlt, ist natürlich irgendwie weitere Akteure, der Businessplan und die Umsetzung. Die darf man aber bei geförderten Projekten auch nur machen, insbesondere einen Businessplan, wenn es bereits eine Bewilligung gibt. Und ich bin hier, um das Konzept noch weiter zu verfeinern, noch weiter zu verbessern. Und vor allem sehe ich es als Chance, dass man als, ich sag mal, sehr basisorientierte Gruppe von den Menschen, die es tatsächlich nutzen wollen, von den Menschen, die politisch denken, Ideen mit hineinbekommt, anstatt dass das über einzelne Konzerne oder einzelne Entscheider bei RWE oder Mercedes geschieht. Soweit, ich bin am Ende. Ich hätte jetzt 2 Vorschläge. Erste Möglichkeit, wir setzen uns in Gruppen zusammen. Andere Möglichkeit, wir machen eine große Gruppe und diskutieren darüber. Ich würde sagen, angesichts der Zeit, denke ich, und angesichts der Größe der Gruppe lohnt es sich nicht so richtig, mehrere Gruppen zu machen. Okay, deswegen würde ich einfach für Fragen öffnen, gerade Inspiration. Ich werde das, was jetzt gesagt wird, auch aufnehmen, versuchen, auch in das Konzept irgendwie mit einzunehmen. Und vielleicht schaut ihr auch mal auf der Website unseres Vereins vorbei. Da wird es sicherlich auch irgendwann ein Update davon geben. Ja? Okay. Ja, ich bin ja einer von diesen ominösen NRW-Verkehrspiraten. Von daher gibt es eine ganze Reihe von Punkten, wo ich einhaken will. Ich glaube, ich fange einfach mal ganz zum Anfang an mit dem fahrscheinlosen Nahverkehr. Das ist, du nennst es steuerfinanziert. Wir zielen eigentlich in eine etwas andere Richtung. Der Kern für uns ist eigentlich weniger die Steuerfinanzierung als die Flatrate. Genau der Punkt, die Finanzierung des ÖPNV unabhängig von der Nutzung zu machen, eben pauschal umzulegen. Das ist in unseren Augen auch genau, also ich sehe es auch genau als einer der Punkte, mit dem man wesentliche Probleme in diesem Konzept, nämlich genau die ganze Abrechnungsfrage deutlichst vereinfachen kann und auch die Datenschutzfrage, dass nämlich genau diese ganzen Abrechnungsdaten, die bei der haarkleinen Aufschlüsselung, die die Betriebswirte in den Verkehrsunternehmen zum Beispiel absolut lieben und die Betriebswirte in den Verkehrsunternehmen wollen ja auch eigentlich alle Abonnements abschaffen und die Leute wie am liebsten an jeder Haltestelle neu ein- und auschecken lassen, damit sie ihre Daten haben. Und aus Nutzersicht gibt es keine einfachere Lösung, als einmal pauschal zu zahlen und sich dann um die gesamte Abrechnung keine Gedanken mehr zu machen. Und ja, ich denke, ich gebe erstmal anderen eine Chance.
Vielleicht eine ganz kurze Reaktion. Wie gesagt, ich finde die Idee durchaus interessant. Ich bin immer noch gespannt, ob es irgendwann Richtung zur Berechnung gibt in der Hinsicht, aber das wollte ich auch gar nicht so sehr diskutieren. Mir geht es eher um eine Verbesserung des aktuellen ÖPNVs, weil gerade im Ruhrgebiet ist der ÖPNV an gewissen Zeiten bereits an seiner Grenze und viele Leute nutzen das nicht, weil der ÖPNV im Moment einfach noch zu langsam und zu schlecht ist. Mir ging es also letztlich eher um eine Verbesserung des aktuellen ÖPNVs. Die Finanzierungsmodelle wollte ich nicht so sehr hier diskutieren, weil letztlich, da könnte man vermutlich eine eigene Session drüber machen. Und das ist bei den Piraten zumindest, wie ich weiß, auch nicht unbedingt unumstritten, wenn man diesen Ticket los oder steuerfinanziert und wie eigentlich und so. Da gibt es ja auch bei euch einen Haufen Diskussionen. Aber wie gesagt, wollte ich hier nicht so zum Thema machen, weil sonst driftet das eben nur in diese Diskussion ab. Ich habe noch zwei Fragen. Also zum einen, wie denkt ihr denn die Verbindung von ÖPNV mit Autos und Rädern mit Stationen oder ohne Stationen? Weil das stelle ich mir schwierig vor. Also mit Stationen ist eigentlich immer unkomfortabel. Wenn ich es ohne Stationen habe, habe ich halt zwei Probleme. Erstens, mein Elektrofahrzeug muss ich irgendwie aufladen, wenn ich keine Station habe. Schwierig. Und zum Zweiten, gerade wenn ich jetzt eine Verbindung mit dem ÖPNV will, dann brauche ich ja die Karre am Bahnhof. Wenn ich sie aber dann irgendwo in der Pampa stehen lasse, kann sie der Nächste halt nicht mehr am Bahnhof finden. Das heißt, irgendwie wird es doch da schwierig, außer ich mache wieder Stationen, aber wie gesagt, dann wird es eigentlich immer wieder unkomfortabel und unattraktiv. Das war die erste Frage, willst du das? Vielleicht direkt, es gibt dort letztlich zwei Modelle, entweder das in der Bezahlung mit hineinzubringen, dass man letztlich, wenn man an Stationen parkt, einen günstigeren Tarif hat am Ende, oder aber, dass es Kernbereiche gibt, das wird zum Beispiel in Köln mit dem Bikesharing gemacht, dass es Kernbereiche gibt, wo man es abstellen kann, wo man auch notfalls nochmal zu Fuß hinkommt, ist bei Elektrofahrzeugen definitiv ein Problem, ja, allerdings auf der anderen Seite würden Stationen, gerade wenn man das versucht mit dem ÖPNV zu verknüpfen, würden die ja auch relativ schnell wieder bei den Stationen landen, weil man ja gerade wieder weiterfahren möchte an den jeweiligen ÖPNV-Stationen. Und dort müssten natürlich dann auch Ladesäulen stehen. Wie man das mit den Ladesäulen macht, das ist tatsächlich auch noch so ein Problem, weil man kann relativ schlecht allen Leuten zumuten, dass sie diesen Stecker da reinstopfen. Aber das ist ein generelles Problem von Elektromobilität, dass die Art zu tanken, die regelmäßige, doch etwas unkomfortabler ist. Dort wird sicherlich auch noch was geschehen, Thema kontaktlos laden. Aber auch wieder, das geht ein bisschen zu weit, da könnte man eine eigene Session drüber machen. Wobei das dann interessant wird zu beobachten, wie wahrscheinlich dann morgens alle Fahrzeuge aus den Wohngebieten zur Bahnstation kommen und am Abend zurück. Und wenn man dann halt ausnahmsweise in den anderen Weg gehen, also wenn man dann halt irgendwie um 10 Uhr losfährt und nach den allen anderen kriegt man wahrscheinlich dann kein Fahrzeug mehr, weil schon alle an der Bahnstation stehen. Die andere Frage ist, wenn man da so massenweise Technik mit Abrechnungssystemen, Smartphone-App, um die Dinger zu finden, sowieso am Start hat, wäre es ja auch die Möglichkeit, diese ganze Technik zu benutzen, um Abrechnung für Mitfahrer zu machen, sodass halt nicht wieder jede Person jedes Auto alleine benutzt. Habt ihr das vor? Und wenn ja, lohnt sich das überhaupt? Weil eigentlich ist es ja so eher so ein Nahverkehrskonzept. Da lohnt sich es wahrscheinlich nicht, für 2 Kilometer sich einen Mitfahrer zu sorgen. Was denkt ihr dann darüber? Also da haben wir jetzt noch keinerlei Studien oder dergleichen mit einbezogen. Deswegen könnte ich da auch nicht wirklich viel wissenschaftlich Fundiertes zu sagen. Auf der anderen Seite, es lohnt sich tatsächlich eben relativ wenig, weil Elektromobilität am Ende doch nur Nahmobilität ist. Es sei denn, man hat so Konzepte wie ein Ampera und das ganze Konzept letztlich für Nahmobilität geschrieben ist. Und die Idee, für die meisten Menschen reicht es ja doch, dann am Ende ein ICE zu nehmen, um große Strecken von A nach B, Ausnahmevertreter. Aber dafür ist unser Konzept auch einfach nicht gedacht, dass man viel Gepäck mit dabei hat. Es ist sicherlich kein Konzept für alle, aber der normale Mensch, der zum Büro fährt, der gerade im Ruhrgebiet geht das ziemlich kreuz und quer, deswegen auch gerade die Wohngebiete oder die Wohngebietabgrenzung. Es gibt Leute, die von Bochum nach Essen, von Essen nach Bochum fahren. Das ist, mag bei sternförmigen Städten tatsächlich ein Problem sein, wo es sicherlich auch zum Beispiel dann würde tatsächlich diese Mitfahrgeschichte Sinn machen, um die Wagen noch weiter auszulasten. Wie genau das gemacht werden soll, das ist tatsächlich etwas, was wir dann auch untersuchen wollen, ob das tatsächlich so ein Riesenproblem ist und wie das dann gelöst werden kann.
weil letztlich es gibt noch keine Stadt weltweit, die das in der Radikalität umgesetzt hat. Deswegen gibt es schlicht und ergreifend noch keine Forscherdaten oder keine Bewegungsdaten anonymisierte, um zu schauen, wie verhält sich eigentlich so eine Masse Menschen und wie arbeitet die eigentlich mit so einem System. Deswegen sehen wir auch den Sinn eines begrenzten Testgebietes einer urbanen Region als Testgebiet sehr sinnvoll, weil es einfach Daten sind, die weltweit gebraucht werden. Auch das zum Beispiel der Mensch von Ernst & Young, die sammeln gerade und die haben einfach auch ein Problem, weil sie nicht wissen, wie Menschenmassen auf solche Systeme richtig reagieren. Sie merken nur, es entwickelt sich irgendwie in die Richtung aufgrund der Ressourcenknappheit. Ja, ich wollte fragen, kennst du das Schweizer System Mobility? Ja, ich habe es auch schon mal in das Blog eingebunden. Ich weiß gar nicht, wo genau das eingesetzt ist. Ist das auch ein Elektromobilitätskonzept? Ja, das war's. Es ist einfach ein Carsharing-Konzept und das ist in der Schweiz. Also ich bin aktiver Carsharer und ich habe jetzt geschaut, in der Schweiz es ist als Genossenschaft organisiert und es sind jetzt 100.000 Genossenschafter in dieser Genossenschaft und sie haben 2600 Fahrzeuge in der Schweiz an 1300 Standorten. So, zum Beispiel in der Stadt Zürich sind es irgendwie über 200 Standorte verteilt über die ganze Stadt. Also an jedem Bahnhof sowieso, aber auch sonst an sehr vielen Haltestellen und sonst zentralen Plätzen. Ja, ich wollte einfach so ein paar Erfahrungen vielleicht noch teilen. So. Was ich an diesem System ist zwar zentralisiert, was du eigentlich sehr kritisiert hast, aber es hat auch Vorteile. Also dadurch, dass es genossenschaftlich organisiert ist, gehören diese Fahrzeuge halt auch den Benutzern und die können auch entscheiden, wie sich das Unternehmen weiterentwickeln soll. Und es ist halt, also ein großer Punkt für mich ist die Verlässlichkeit. Also dadurch, dass es zentral organisiert ist, hast du eine zentrale auch Reklamationsstelle und es kann so auch ein guter Standard von auch Reinigung und so weiter und Zuverlässigkeit der Fahrzeuge garantiert werden eigentlich. Und wenn du das auf viele Anbieter, kleine Unternehmen verteilst, dann ist halt da, gibt es halt schwarze Schafe und nicht so zuverlässig wahrscheinlich. Also das müsste man noch vielleicht bedenken. Dann gibt es in der Schweiz, diese Carsharing-Genossenschaft hat sehr viele unterschiedliche Fahrzeugtypen. Also da gibt es vom großen Transporter bis zum Smart- und zum Elektrofahrzeug alles, auch Spaßfahrzeuge und Cabriolets und alles. Und da ist es vielleicht besser, man geht wirklich auf die Bedürfnisse der Kunden ein, als dass man einfach sagt, wir machen nur Elektromobile und eines bestimmten Typs. Und wenn man mal ein großes Fahrzeug braucht, was ja auch oft der Fall ist, dann hat man wieder nichts oder ja. Und ja, es funktioniert in der Schweiz ohne Förderung. Also es wurde auf privater Basis diese Genossenschaft gegründet und es wurde nie gefördert, sondern es hat sich von alleine so entwickelt. Und ja, ich denke, das ist durchaus eine gute Lösung. Also ich bin Fan. Würde ich auch als eine gute Lösung. Ich denke, es wird problematisch für alle, also für, als wirklich Massentransportkonzept, weil dieses Genossenschaftskonzept sicherlich auch seine Grenzen, einfach dadurch, dass man sich auch damit identifizieren muss. Nichtsdestotrotz, ich finde es eine extrem interessante Lösung und ihr kommt nicht zufällig auch mal nach Bochum und könnt sowas vor dem Netzwerk präsentieren an sich. Die Idee war allerdings durchaus, verschiedene Fahrzeuge auch mit reinzunehmen und damit auch eine soziale Komponente mit reinzubringen, weil zurzeit braucht man relativ teure Fahrzeuge von Autovermietern, die dann natürlich, wenn es in einem größeren Konzept drin ist, man eben die richtige Mobilität einfach mieten kann und auch als eine Person, die dann nicht dauerhaft eine Karte für XY hat, dann auch mal ein Langstreckenfahrzeug oder eben auch einen Transporter bekommen kann. Also die Idee ist durchaus bei uns drin. Nichtsdestotrotz finde ich den etwas anderen Ansatz von euch sehr interessant und würde den auch gerne mit aufnehmen. Also ich, ja, okay.
Ja, ich finde deinen Vortrag sehr interessant und denke, dass man da auch in den Städten noch einiges bewegen kann. Und es gibt auch sicher Städte, wo da noch einiges im Argen ist. Aber ich denke, die eigentliche Herausforderung liegt doch eigentlich im ländlichen Raum, das in Zukunft zu organisieren. Also wenn der Ölpreis sich verdoppelt, dann kann eigentlich niemand mehr, der normal verdient im ländlichen Münsterland oder Bergischen Land, wenn wir jetzt mal NRW nehmen, wohnen, der nicht dort auch direkt im Dorf arbeitet. Und das wird dann möglicherweise dazu führen, dass der ländliche Raum insgesamt stirbt. Also in Städten wird halt schon eine Menge experimentiert und es geschehen viele Dinge auch, die in die richtige Richtung führen. Also die Nutzerzahlen vom ÖPNV steigen, die Leute schaffen sich immer später ein Auto an und deshalb muss ich sagen, finde ich solche Konzepte, ich würde nicht sagen, in Städten ist jetzt alles okay und das geht alles schon von alleine und so, aber ich denke, richtig interessant sind die Konzepte, die eben auch auf dem Land funktionieren. Wir haben durchaus eine Integration von Individualmobilität vorgesehen, ja. Allerdings das grundsätzliche Problem, dass Mobilität auf dem Land ein sehr teurer Spaß wird, wird man durch nahezu kein Konzept richtig lösen können, weil ÖPNV auf dem Land ist nicht kostendeckend. Das funktioniert nicht, wenn man das in einen Takt nutzt, welcher wirklich so gut ist, dass man damit flexibel mobil sein kann. Man kann natürlich anfangen, und das war Teil des Konzeptes, Anschlusspunkte zu nehmen, dass man zum Beispiel mit seinem Elektroauto die ersten 50 Kilometer fährt und dann auf den stadtnahen ÖPNV, gerade Ruhrgebiet ist ein typisches Beispiel, man kommt aus dem Umland, Haltern am See oder dergleichen, fährt die ersten 50 Kilometer bis zur ersten Station, steigt dann um in den ÖPNV und die ersten 50 Kilometer elektrisch fahren und wieder zurückfahren, das wäre durchaus etwas, was man mit einem individuellen Elektroauto kann oder auch mit einem Benziner, das ist mir dann am Ende relativ gleich, aber dann werden die Strecken einfach massiv reduziert. Das wäre dann die Ambition welche. Ansonsten hätte man nicht so richtig Möglichkeiten auf dem Land, wirklich sozialverträgliche Mobilität hinzubekommen, weil das Grundproblem besteht natürlich weiterhin, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auf dem Land über Reservierungen funktionieren kann. Also, dass man die Software hat und sagt, also bei uns ist es in Franken schon so, du hast einen größeren Ort, wo die Arbeitsstellen sind und alles außenrum fährt eigentlich immer zu dem Ort. Also dass man aus dem Umkreis eines größeren Ortes in einen anderen fährt, ist relativ selten oder kommt seltener vor. Ich denke schon, dass das irgendwie geht, dass man das über Software löst und sagt, vier Leute fahren Montag bis Freitag immer und dann kriegt man einfach ein exklusives Auto, das diese Strecke fährt und dann kann man ja sich an der nächsten Station quasi das als Ziel angeben und sich dann wieder verteilen. Also ich denke schon, dass man über die Flexibilität da ganz gut eingreifen kann. Das hatte dein Kollege rechts neben dir ja schon kurz erwähnt. Und es gibt sogar schon ein allerdings von der, ja, einfach so gestartetes Portal, wo das mit Privatfahrzeugen geschieht. Erste Ansätze sind da schon irgendwie da, aber es fehlt natürlich einerseits ein bisschen an Professionalität, aber es fehlt auch an Umdenken bei den Menschen, weil dieser Gedanke nach dem eigenen Auto ist gerade auf dem Land auch noch extrem hoch. Das sind zwei Seiten, die da zusammenspielen. Einerseits natürlich, dass auf dem Land es schwierig ist. Andererseits aber wirklich, dass dieser Wunsch nach eigenem Auto, was auch ein Wunsch nach Freiheit ist, keine Frage, immer noch sehr groß ist und der natürlich irgendwo den Benzinpreisen oder der aktuellen Entwicklung widerspricht. Ganz kurz, wenn ich es richtig verstanden habe, die großen Verteilungen, das heißt ÖPNV funktioniert im Großen, nur in der Feinverteilung der Leute hapert's. Das heißt, man braucht keine klassischen Autos. Du sprachst Fahrräder oder Elektrofahrräder an. Ich spreche zum Beispiel ältere Leute an, die sich nicht auf zwei Rädern setzen. Wäre es nicht sinnvoll, ich sag mal, es gibt ja Autos, die als Krankenfahrstühle zugelassen werden, 25 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit, ähnliches, die, ich sag mal, durchaus robust sind, aber relativ klein auch. Wäre das nicht eigentlich das Optimum, um sie mit, ich sag mal, dem ÖPNV zu verbinden? Das wäre die eine Frage. Die andere Frage, wie du schon sagtest, ein eigenes Auto ist ein Stück Freiheit. Diese Freiheit
gerade wenn man auf dem Land ist, muss man ja nicht unbedingt ständig in Betrieb haben. Am besten ist, man stellt sie aufs eigene Grundstück, meldet sie ab und wenn man sie wirklich braucht, kann man sie dann online wieder zulassen. Gut, zweites ist eine charmante Lösung, die ich bei den Behörden noch in den nächsten Jahrzehnten nicht sehe, aber nichtsdestotrotz finde ich eine nette Lösung, auch wenn es natürlich Ressourcen sind, die da irgendwie rumstehen, aber nichtsdestotrotz, das sind letztlich Lösungen, die irgendwo, es gibt andere Lösungen, die beispielsweise auf Autohersteller basieren, das Citroën gehört dazu, die sagen einfach, okay, du kannst dir ein Elektroauto kaufen, wenn du mal ein Auto brauchst, das richtig Reichweite brauchst, kommst du zu uns, kriegst du ein Leihfahrzeug, die versuchen also ihre Kunden auch mit solchen Sachen zu binden, was ich eine sehr interessante Entwicklung finde, weil man dann mehr angepasste Individualmobilität hat und nicht immer die großen Karossen, die für alles reichen. Und ja, wir haben kleine Fahrzeuge vorgesehen, leider sind da auch Opel Ampera drin, die meiner Meinung nach völlig unpassend für Carsharing sind, aber das liegt nun mal an Bochum und nicht so sehr an der Rationalität. Sinnvoll wären eher so die Größenordnung Renault Twizy und vergleichbare kleine Fahrzeuge, vielleicht ein Tick größer als der Twizy, aber wirklich Kleinstfahrzeuge. Erstmal zum Vorredner. Ich weiß nicht, ob es da Untersuchungen gibt, aber mein Eindruck zu Elektrofahrrädern ist eigentlich, dass so mit die wichtigste Käufergruppe dieser E-Bikes eigentlich genau die Rentnergeneration, ich sag mal, von 60 bis 75 ist. Also wenn ich mir anschaue, was für Leute auf diesen Fahrrädern unterwegs sind, ich bin häufig mit dem Fahrrad unterwegs, welche Leute ich auf Elektrofahrrädern sehe, das sind fast immer grau- oder weißhaarige Menschen und von daher würde ich an der Stelle sogar durchaus widersprechen, dass gerade die Elektrofahrräder das Fahrrad auch wieder für die ältere Generation mit in den Mobilitätsmix hineinbringen. Ich würde es so formulieren, es bringt sie ein bisschen, es erhöht das Alter, wo man es nicht mehr kann, aber irgendwann ist tatsächlich, also irgendwann wird man, es passt eigentlich zusammen, die Beine, und es ist einfach nur eine verschiedene Darstellung. Ja. Und der andere Aspekt, auf den ich nochmal ein bisschen eingehen wollte, das war die Frage mit den Daten, gerade im Zusammenhang mit dem Bahn- und Google-Deal, hattest du ja auch schon etwas angerissen. Das ist auch ein Punkt, der meiner Meinung nach sträflich vernachlässigt wird. Er ist für euer Konzept ist er wichtig, aber er ist meiner Meinung nach auch ohne das Konzept ganz, ganz wichtig, dass es gibt zum Beispiel unglaublich viele kommunale Verkehrsbetriebe, die aus öffentlichen Mitteln Systeme angeschafft haben in den letzten Jahren, um zu verfolgen, wo ihre Fahrzeuge sind. Und sie sitzen auf diesen Daten und sie veröffentlichen diese Daten, wenn dann höchstens an einzelnen Anzeigetafeln an den Haltestellen. Aber sie kommen ganz selten ins Internet und wenn, dann meistens nicht über irgendwelche dokumentierten Schnittstellen. Und da sollte man ganz, ganz dringend hinterher sein, egal welcher Partei man angehört, dass diese Daten veröffentlicht gehören und das Ganze, damit man auch mal die Chance hat, die zusammenzuführen. Aktuell kann ich, wenn ich Glück habe, noch Verspätungsdaten von meinem Verkehrsverbund bekommen und von der Bahn bekommen. Aber die beiden in einer Auskunft zusammenzuführen, ist schon wieder etwas, was ich im Kopf machen muss, weil dort unterschiedliche Systeme sind. Ich kann da noch eine oben draufsetzen. Es gibt im Ruhrgebiet die Ruhrpilot GmbH. Das ist ein Unternehmen, was vom Land und vom Siemens gegründet wurde. Siemens hat irgendwann festgestellt, da kann man keine Kohle mitmachen. Also haben die sich zurückgezogen. Die haben sämtliche Ampeln, sämtliche großen Verkehrsampeln im Ruhrgebiet mit Schleifen ausgestattet. Die wissen genau, wie viel Stau an welcher Ampel im ganzen Ruhrgebiet ist. Sie wissen genau, wo welche Fahrzeuge sind vom ÖPNV. Sie haben leider im Moment ein Legitimationsproblem, weil die Daten niemand nutzt, weil sie eben nicht freigegeben sind. Und da hat man wieder die Sache, ja, es ist im Moment ein absolutes Desaster, was die Freigabe der Daten angeht. Auf der anderen Seite, gerade an die NRWler, das ist auch eine Chance, weil diese GmbH sucht gerade eine Zukunft, weil sie ein Problem hat, ihre eigenen Kosten zu legitimieren. Und eigentlich sind die Daten genau das, was man als Mensch, der von A nach B möchte, haben will. Aber bitte in einer Oberfläche, die nicht so aussieht wie vom letzten Jahrhundert und auf Java basierend. Betonung Java, nicht JavaScript. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ein wesentliches Hindernis für den Ausbau des stationsbasierten Carsharings momentan darin besteht, dass die Kommunen keine Carsharing-Parkplätze ausweisen können. Also sie können nicht Carsharing-Parkplätze so ausweisen, wie sie zum Beispiel Taxi-Parkplätze ausweisen können. Und
Die Carsharing-Unternehmen müssen die Parkplätze sozusagen immer kaufen. Also da ist auch dringend politische Lobbyarbeit in die Richtung erforderlich. Das ist Bundesebene, aber ja, es gibt auch auf der kommunalen Ebene einen ganzen Haufen Probleme, weil gerade Autostadt Bochum war zumindest bis vor einem Jahr noch nicht so richtig aufgeschlossen, bis dieser Verein, der Verein ist letztlich 2 Jahre alt, 2,5 Jahre alt und langsam bewegt sich da eine ganze Menge auch im Thema Fahrradmobilität, aber oftmals sind die Kommunen auch die, die blocken. Nichtsdestotrotz, klar, dieses Problem besteht auch, das ist aber Bundesebene und das muss von der Bundesebene gelöst werden. Ich hoffe nur, dass das irgendwie in den nächsten Jahren geschehen kann. Also, und du hast vorhin gesagt, das klassische Carsharing ist erfolglos. Das stimmt ja auch nicht ganz. Also von den Nutzerzahlen her, die nehmen pro Jahr so 20 bis 30% zu. Soweit ich weiß, es verläuft jetzt nicht in Internet-Startup-Geschwindigkeit, aber also wenn man diese Hürde halt überwinden würde mit den Parkplätzen, dann wäre es auch wesentlich einfacher, ein Carsharing anzubieten, wo das nächste Auto nicht weiter ist als die nächste Bushaltestelle. Also ich bin selber Carsharing-Nutzer in Nürnberg und da muss ich über 1 Kilometer laufen bis zum nächsten Auto. Und wenn es so weit weg wäre wie die nächste Bushaltestelle, dann Das wäre eigentlich fast schon wie ein eigenes Auto zu haben. Absolut, d'accord. Auf der anderen Seite, Carsharing ist bislang immer noch das Metier einer kleinen Gruppe, die natürlich irgendwo anwächst, aber die Veränderung, also wenn man Menschen darauf anspricht, einerseits natürlich ist es irgendwie so eine emotional-ideologische Geschichte, ein eigenes Auto zu haben, aber auf der anderen Seite, ich denke, Carsharing zumindest ist auch eine Bindung, die schwierig ist und vor allem nicht spontan genug ist oftmals, sodass es erstmal eine kleine Gruppe bleibt. Natürlich, die klassischen Carsharer, die jetzt schon bestehen, werden sich ausweiten. Ich bin selber Carsharer. Die werden sich in Richtung Flexibilität ausweiten und das könnte mit so einem System, was wir dort vorgeschlagen haben, problemlos zusammenwachsen, wenn es dann die rechtlichen Regelungen dafür gibt. Die hattest du ja angesprochen. Du hattest vorhin erwähnt, du hättest gerade noch ein paar Anregungen bezüglich Datenschutz. Ich gehe mal davon aus, wir sind uns hier einig, problematisch ist nicht die Zuordnung zu einer Person, ob die jetzt einen Führerschein hat oder nicht, sondern das Interessante sind die Bewegungsdaten dieser Person. Und da würde ich mich zunächst einmal anlehnen an die Regelung, die wir bei den Mobilfunkverträgen haben, weil die sind letztlich deutlich präziser, weil Carsharing mache ich ab und an. Das Handy habe ich quasi Tag und Nacht bei mir. Damit kann ich deutlich präzisere Bewegungsprofile machen. Von daher, wenn man die Regelungen mindestens so scharf macht, also nach Abrechnung und irgendwie Rechnungseinspruchsfrist und danach sind die Daten einfach zu löschen, Punkt, würde ich schon einmal als ausreichend empfinden, weil die Daten von den Mobilfunkverträgen ja deutlich präziser sind. Da braucht man dann nicht eine noch schärfere Regelung für Daten, die weniger interessant sind. Der andere Aspekt wäre einfach, dass, er hat es ja angesprochen, sobald die Betreiber Genossenschaften sind, wo die Verbraucher selber sozusagen die Entscheidungen auch direkt beeinflussen können, stellt sich das Problem dann in einer ganz anderen Weise, weil wenn die sagen, okay, wir verkaufen die Daten, die angefallen sind an Unternehmen XY und kriegen dafür so und so viel Geld, mit dem man so und so günstigere Angebote machen kann, dann ist das die Entscheidung der Nutzer. In dieser Entscheidung sind sie frei und ab dann habe ich eigentlich nicht mehr so das Problem damit. Wenn das plötzlich geschieht, die Entscheidung, wäre es natürlich schon irgendwo ein Problem, beziehungsweise müsste ab Zukunft, aber grundsätzlich ja, ist definitiv im Ansatz, fehlt nur im Moment völlig jegliche Gesetzgebung zu Mobilfunkprovider, sind bekannt als diejenigen, die wissen, wo man ist. Carsharing ist bislang eher so eine Nische und ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine gesetzliche Regelung zu gibt und wie, wenn ja, wie die aussieht. Bislang ist mir noch keine in Vorträgen oder in Diskussionen aufgetreten und 2, 3 Juristen hatten wir auch schon mal dabei. Also da muss ich auch selber mal nachfragen. Die Frage ist doch ganz einfach, ob man, wenn man wirklich so ein wirklich flexibles Konzept haben möchte, ob es dann nicht sinnvoll ist, ich sag mal, Prepaid-Karten
zu nehmen, die einfach direkt abbuchen und die Legitimation sozusagen, dass diese Karte eine gänzlich andere ist. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Karte, mit der du dich legitimierst, wer du bist, und wenn die freigeschaltet wird, kannst du sozusagen fahren. Für die Abrechnung wird sie direkt abgebucht, aber alles Weitere wird nicht gespeichert. Die Londoner nutzen so ein System, hat natürlich einen Haufen Tücken. Die Londoner synchronisieren das, glaube ich, aber auch. Ich weiß, da weiß ich gar nicht, wie genau die Verifikation ist. Dort kann man aber aufladen und kann das im ganzen Stadtgebiet nutzen und er nutzt auch automatisch den besten Tarif. Das ist ein System, wovon wir hier im ÖPNV noch träumen können. Ich war echt überrascht, dass ich da jetzt mir so eine Oyster-Card mal gekauft habe. Wie weit die mittlerweile sind, Problem natürlich Datenschutz auch auf der anderen Seite, aber nichtsdestotrotz ja, ist auch wiederum ein System, das man andenken kann. Ich weiß nicht, also wir hatten es jetzt nicht mit eingebaut in unsere Planung, weil es sehr viele Punkte gibt, wo man sich dann eben, gerade beim ÖPNV musste man ja überall den Punkt haben, wo man das aktivieren kann, dass man jetzt losfährt, aber grundsätzlich ja, ist auch eine Erweiterung dessen. Ist die Redeliste abgearbeitet? Ja, mit der Zeit wären wir eigentlich auch 18 Uhr ziemlich pünktlich fertig. Wenn keine Wortmeldungen mehr sind, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich. Ich würde sagen, das gönnen wir dem Referenten nochmal einen Schlussapplaus. Dankeschön.